Vor einigen Monaten war eine liebe Freundin bei uns zu Gast von unserem befreundeten Musiksender Viva, Charlotte Grace Roach. Und dieses aufregende junge Ding, meine Damen und Herren, hat für uns ältere Menschen Sensationelles erzählt. Vor allem, was ihre Großmutter angeht in London und die Trauerarbeit des von dieser Welt gegangenen Großvaters. Sie hat das sehr detailliert geschildert. Es fielen Begriffe wie Fischteich und so weiter. Und wir konnten uns das alles nicht so richtig vorstellen. Und wir haben uns gedacht, wir sollten eigentlich mal mit Charlotte nach London fahren. Sie sollte uns das mal zeigen, sie sollte uns das mal erklären. Und sie sollte uns die englische Hauptstadt fernab von all diesen Klischees, mit denen wir Deutschen behaftet sind, ein bisschen näher bringen. Um es abzukürzen, wir waren mit unserer Freundin Charlotte Grace Roach in London. Wir haben es lange angekündigt. Die Spannung war auf dem Höhepunkt. Und hier ist unser Bericht. London, die europäische Metropole schlechthin. Die absolut hippe Stadt für absolut hippe Leute. Jetzt geht doch mal ein bisschen zügiger, dass man ein bisschen was sieht. London, ein Mekka für coole Typen. Was mich jetzt ärgert, ist, dass ich diese blöde Jacke mitgenommen habe, weil man weiß natürlich nie, wie das Wetter wird, wenn man wegfährt, ne? Vor allem aber ist London natürlich das Shoppingparadies. Ja, gut. Dafür brauchen wir ja nicht nach London, oder? Gibt's hier in Köln auch viel billiger alles. Wenn man weiß, wo die richtigen Läden sind und was zum Beispiel für ein Arsch ist. Cool. Das ist zum Beispiel für ein Arsch. Das für ein Arsch? Ja. Wieso? Das ist doof. Aha. Billige, bunte Kacke. Okay. Aha, aber dann liegt er plötzlich vor uns. Der beste Schüler an der Welt. Wow, nix wie rein. Doch die Freude dauert nicht lange. Wir dürfen hier nicht drehen und werden wieder rausgeschmissen. Bei Deichmann wäre das nicht passiert. Ja, wir hätten super Werbung gemacht. Absolut. Ne? Shit. Dann kriegen sie aber doch Schiss. Wir sollen kurz warten, bis sie mit dem Chef telefoniert haben. Und schließlich dürfen wir doch noch rein. Eine solche Großmut löst bei Harald Schmidt natürlich komplette Begeisterung aus. Ihr habt keine, geht ihr rein ohne mich. Schaut sich an, sagt mir, wie es war. Ich bleibe an der frischen Luft. Geht ohne mich rein. Schau, nein, schau. Komm. Vielleicht findest du auch ein paar Schuhe. Weil ich so negativ bin. Wenn ich was wirklich hasse, sind die Schuhgeschäfte, ja? Geh mal, Charlotte. Was hast du gerade gelästert? Ich hab's ja, das ist hier. Das ist das Langweiligste, was es gibt. Alles, was er sagt, stimmt nicht. Eines seiner liebsten Hobbys ist es natürlich, Frauen beim Schuhekauf zu beraten. Nee, das ist absolut spitze. Ja, willst du gleich anlassen? Arsch dich selbst. Und? Die sind super. Gibt's in Köln genauso. Passen perfekt. Komm mal gerade mit. Wir hatten auf der Volksschule in Nürtingen auch einen so. Der musste diese Schuhe tragen und hat aber da die AOK bezahlt. Klar ist, dass Helmut dringend neue Schuhe braucht. Das sind die Schuhe, in die Helmut nach London gereist ist. Denn damit dürfte er gar nicht mehr nach Deutschland einreisen. Die sind sehr schick. Hast du anprobiert? Probier die mal an. DC Shoe Company USA. Probier die doch mal an. Sind die cool? Ja. War gut zu Helmut. Die könnten aber auch eine Weile in der Show anziehen, Helmut. Ja, nicht, dass du also keine nur einmal kurz anziehst und dann nie mehr. Ja. Guck mal bitte, Schmidti, ob er vorne Luft hat am Ziehen. Helmut kauft ja gerne ein bisschen zu eng. Hat er? Nee, die sind ein bisschen eng. Ja, geh mal ein bisschen auf und ab, dass man sieht, wie die am Fuß wirken. Das sieht schon gut aus. Ja, wunderbar, Helmut. Die kannst aber auch schön in der Show anziehen. Ja. Mach einen schlanken Fuß. Sie haben was, wirklich. Dann ist der Bandleader. Ich mach das mit Karte. Nee, lass mal, die lernen wir Firmenschuhe. Ehrlich? Ja, die sind ja Teil eines Sketches. Und die Hand gedrückt und Schuhe geschenkt haben. Als nächstes geht die Gruppe erstmal in die nächstbeste Kneipe, um sich zu stärken. Und um ein für alle Mal das ewige Vorurteil auszuräumen, die Engländer könnten nicht kochen. Das ist kein Vorurteil. Ein weiteres
Das Vorurteil ist auch, dass es in London an jeder zweiten Ecke ein Tattoo-Studio gibt. Falsch, es gibt an jeder Ecke eins. Da fällt die Entscheidung für das Richtige schwer. Wir orientieren uns am sympathischen und gepflegten Auftreten des Tätowierers. Helmut ist von der riesigen Auswahl der Motive begeistert und spielt mit dem Gedanken, sich eine nackte Ische auf die Fußsohle stecken zu lassen. Auch Harald Schmidt wird erheblich entspannter, als er sieht, dass alte Kollegen hier ein- und ausgehen. Mike Krüger und Werner Schulze-Ertl da oben. Für Charlotte ist die Sache klar. Sie will sich das Senderlogo von Viva 2 auf den Oberarm tätowieren lassen. Kurzzeitig ist Harald Schmidt versucht, sich den Sat1-Ball eintätowieren zu lassen, aber er weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer die Dinger wieder wegzubekommen sind, wenn man sich beruflich mal verändern möchte. Charlottes künstlerisch hochwertige Tätowierung ist inzwischen fertig, aber das reicht ihr noch nicht. Sie will auch noch ein neues Piercing. Die Betreiberin des Piercing-Studios hat sichtlich auch schon bessere Tage erlebt. Damals, als sie noch bei den Drombuschs mitgespielt hat. Chakalaka. So, ne? Und jetzt geht's los. Hier rein. Ja. Tausch mich vielleicht. Die Stelle wird markiert, mit einer gewöhnlichen Grillzange gespannt und dann durchstochen. Ein wundervolles Gefühl und obendrein mal eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Ein Muss für London-Reisende ist eine Stadtrundfahrt mit einem der berühmten Doppeldeckerbusse. Natürlich auf dem Oberdeck. Man setzt sich Kopfhörer auf, dann werden einem per Bandansage alle Sehenswürdigkeiten erklärt. Hören wir doch einfach mal rein. Von Big Ben und Westminster Abbey fahren wir nun Richtung Trafalgar Square. Zunächst sehen Sie aber noch ein großes altes Haus und beachten Sie bitte auch, dass Rasen drumherum ist. Zu Ihrer Linken sehen Sie nun Londons wohl berühmtesten Gullydeckel, der erstmals urkundliche Erwähnung fand, als er im Jahre 1809 von einer Autobahnbrücke geworfen wurde, was einem Kutscher den linken Arm kostete. Hier sehen Sie jetzt viele weiße Häuser. Dann kommt eine Mauer mit vielen braunen Häusern dahinter und dann kommen Häuser, die unten weiß und oben braun sind. Und dann kommen Häuser mit Glasbausteinen in der Mitte und dann kommt ein großes graues Haus. Wenn Ihnen langweilig wird, sehen Sie sich einfach Debbie an. Sie sitzt ganz hinten in der Mitte und trägt wie immer ein ganz entzückendes Sommerkleidchen. Zur Linken sehen Sie nun einige Bäume und dann, erschrecken Sie bitte nicht, fahren wir in eine Unterführung. Wenn wir wieder hinausfahren, werden Sie bemerken, dass wir uns kurzfristig von der üblichen Route entfernt haben. Wir fahren jetzt in ein abgelegenes Waldstück und möchten Sie deshalb bitten, rechtzeitig Ihr ganzes Geld bereitzuhalten und bitte auch die Kreditkarten nicht zu vergessen. Vielen Dank. Derart gebeutelt besucht die Gruppe Charlottes Großmutter Betty, um sich von ihr etwas Geld für die Rückreise zu leihen. Sofort wird sich eingeschleimt. Hallo, my name is Helmut. My name is Helmut. 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 My name is Betty. Hallo Betty, nice to meet you. Oh. Oma Betty ist überaus nett und gastfreundlich und führt uns im ganzen Haus herum. In der entscheidenden Frage allerdings schaltet sie auf stur und rückt lediglich eine Portion Kuchen heraus und fängt an, von früher zu erzählen. Und dann, kurz darauf, geschieht das Unfassbare. Ein Ereignis, das die Welt noch nicht gesehen hat. Harald Schmidt streichelt einen Hund. Das war keine Einbildung, denn gleich darauf passiert es erneut. Harald Schmidt streichelt schon wieder einen Hund. Das ist London, eine Stadt, die Menschen verändern kann.